Heute ist die siebte Tevet. Der Rambam sagt uns heute über die erste Mitzwa in die Torah. Ve'atem pru urvu. Nicht nur, dass es eine Mitzwa zu heiraten, es ist auch eine Mitzwa, Kinder zu haben und die Welt zu vermehren. Jeden Mal wir auf die Welt eine Seele in einen Körper bringen, ein Kind auf die Welt bringen, ist es eine sehr große Mitzwa. Das garantiert auch den Zusammenhalt und die Zukunft von dem jüdischen Volk. Und es ist ein Mitzvah von der Tora. Warum? Weil, wenn wir ein Seele auf die Welt bringen, wir ermöglichen noch mehr Gottes Anwesenheit in die Welt zu kommen. Es ist deswegen ein sehr großer Mitzvah. Gerade in der heutigen Zeit, insbesondere nach dem Holocaust, wo ein großer Teil der Juden waren vernichtet, was mehr Kinder auf die Welt zu haben, zu bringen. Kinder auf die Welt zu bringen, ist ein sehr großes Mitzvah und garantiert auch die Zukunft von jüdischen Volk. Manche Leute denken, nein, ein Kind, zwei Kinder, dann sonst ist es zu viel. Nein, Kinder sind Freude, Kinder sind Zukunft, Kinder sind alles. Deswegen soll man nicht Sorgen machen, wie werde ich mein Kind finanzieren? Der gleiche Gott, der uns finanziert hat und uns ermöglicht hat, mit auch unsere Kinder, alles ist von ihm. Pruvu ist ein aktueller Mitzvah heute, was wir sollen versuchen, natürlich im Rahmen von den Möglichkeiten, man muss aufpassen auf den Gesund und die emotionalen Gesund, aber wir sollten alles machen, im Rahmen der Möglichkeiten, so viele Kinder wie möglich zu haben, großen Familien, das ist eine Freude und die werden dir immer Freude im Leben bringen. Heute ist der siebte Tag im Monat der Welt, wie gesagt, der Rebbe sagt von einem Jön. Es gibt etwas, die heißt Chibut HaKever, und zwar, dass nach dem, dieser Welt, vor dem, was die Seele in die nächste Welt gehen kann, manchmal gibt es eine Zeit, wo wir einen Teil von der Reinigung, dem Vorbereitungsprozess, in die nächste Welt zu kommen, ein bestimmtes Schmerz für die Seele, weil die Seele kann noch nicht in die nächste Welt gehen. Das ist ein großer Schmerz für die Seele. Was können wir machen, um das wegzumachen, um vorher das zu vermeiden, wenn wir Tora lernen? Wenn wir auswendig im Tag mindestens ein Sechstel von unter Tag Wörter aus dem Mishnah, aus der Tanja, aus der Tehillim sagen, das hilft uns auch, das macht uns auf einer besonderen spirituellen Ebene und es hilft uns, das zu vermeiden. Ich wünsche alle einen schönen Tag.